Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute Morgen im Namen der V-Bank begrüßen. Ich tue dies auch gemeinsam mit meiner Kollegin Michaela Schwarz. Sie ist die stellvertretende Leiterin unseres Kompetenzbereiches Firmen und Stiftungen und sie ist auch gleich die Hauptperson neben Ihnen bei unserem kurzen Webinar zum Thema Weiterentwicklung der Online-Onboarding-Strecke für juristische Personen. Wir hoffen, dass es nächsten Monat im Juni soweit ist, sodass Sie die Handelsregisterdaten des Neukunden automatisch abfragen können. Wie das genau geschieht und wo der große Vorteil darin liegt, wird Ihnen gleich die Frau Schwarz erläutern. Denn wir hoffen, dass die Eröffnung dadurch schneller wird, weil nämlich der Abgleich von Daten, was steht im Handelsregister und was steht im Antrag, der oft auch in der Vergangenheit zu Verzögerungen geführt hat, weil es eben Abweichungen gab, dass das ja weitgehend verschwindet und wir damit die Konten und Depots von Ihren neuen Kunden noch schneller im juristischen Bereich eröffnen können, als Sie es von uns gewohnt sind. Im zweiten Teil wird auch Frau Schwarz die Gelegenheit nutzen, noch neueste aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erläutern in Bezug auf genaue Angaben und Übereinstimmung Angaben in Handelsregister, Transparenzregister, weil wenn wir dort Anforderungen stellen, dann tun wir das nicht, weil wir Sie und Ihre Kunden damit quälen wollen, sondern wir müssen hier leider Vorgaben erfüllen, die, wenn wir es nicht tun und später, wenn Prüfungen kommen, und das gilt für Sie genauso wie für uns, dass Sie uns nicht auf die Füße fallen. Im dritten Teil können Sie sehr, sehr gerne Fragen stellen oder wenn es auch noch andere Fragen gibt. Einige haben uns schon im Vorfeld erreicht und die wird die Frau Schwarz auch sehr gerne mitnehmen und auch beantworten. Aber wenn es weitere Fragen gibt, Sie finden unten rechts eine Leiste, dort steht drin Ihre Nachricht. Das ist als Einladung gedacht. Stellen Sie Ihre Fragen und ich bin Ihr Sprachrohr heute Morgen und dann wird die Frau Schwarz das sicherlich hervorragend beantworten. Wie immer wird das Webinar aufgezeichnet und im YouTube-Kanal der V-Bank veröffentlicht. Das wird voraussichtlich morgen der Fall sein. Und auch voraussichtlich morgen werde ich die Unterlagen, die Sie sehen werden, an alle Teilnehmer verschicken. Damit war das genug der Vorrede. Wenn Sie sich wundern, warum es hier so wohnlich geworden ist in der V-Bank, in der Tat, wir haben schöne Büroräume, aber ich bin im Moment unterwegs und bin in Hannover, aber meine Kollegin sitzt in München und das zeigt, wie es bei uns ausschaut. Also von daher nicht wundern, wenn die Hintergründe ein bisschen anders sind, als Sie es vielleicht sonst kennen. Jetzt, Michaela, hast du die Bühne und ich freue mich und vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für Ihre Zeit und auch Ihre Fragen heute Morgen. Genau. Vielen Dank, Markus, für die Einleitung. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Sie sehen es, wie es Herr Kiefer gesagt hat, ich sitze im Büro, auch bei Sonnenschein. Darum sind die Rollos schon unten. Ich hoffe, Sie können mich trotzdem sehr gut erkennen und hören. Genau, wie der Herr Kiefer schon gesagt hat, wollen wir erstmal vorstellen, was gibt es denn Neues? Was haben wir neu entwickelt in der Online-Onboarding-Strecke bei den Firmen, juristischen Kunden? Was hoffentlich, so wie es aussieht, Mitte Juni freigeschalten wird, auch für Sie. Da werden wir Sie dann auch nochmal rechtzeitig darüber informieren, wann es freigeschalten ist. Und wir wollen Ihnen aber jetzt schon vorab einen Einblick geben, was kommt denn neu, damit Sie sich schon damit auseinandersetzen können und damit, genau. So, ich würde jetzt teilen. Ich hoffe, es funktioniert. Also wir gehen jetzt ins Wir, genau. Live-System und ich glaube, du hast die Folien aber so vorbereitet, dass man dann nachher das dort nochmal nachschauen kann, was du uns jetzt zeigst. Genau, richtig. Also wir haben das Handout, was im Nachgang dann ausgeteilt wird. Soweit aufbereitet mit den Screenshots eben, wann, was muss ich machen, was wird eingespielt, an welchen Informationen. Und das würde ich mit Ihnen jetzt zusammen über die Testumgebung bei uns durchspielen. Das kann man es, ist meine Erfahrung raus, ja,
besser dann auch sehen. Und ich hoffe, dass die Technik auch funktioniert und ich hoffe, dass Ja. Sie soweit alles sehen können. Markus Also ist sichtbar, oder? wir sehen schon sozusagen die Münchner Innenstadt und das Online-Onboarding zur Konto- und Depoteröffnung. Genau, wunderbar. Die Seite dürfte Ihnen hoffentlich allen bekannt sein. Und Eine Frage vorab, Michaela, wie bekommt man Zugang zu dieser Seite? Kann das jeder bekommen oder muss man sich noch registrieren dafür? nein, das kann jeder bekommen. Das ist über unsere Onboarding-V-Bank-Seite, wo bisher auch hauptsächlich die Privatkunden eröffnet werden oder Sie ja schon fleißig darüber eingeben. Und darüber können Sie auch die Firmenkonten öffnen, wenn Sie hier auf neue Kontoeröffnung und dann Firmenkonto Hat da automatisch gehen. jeder Zugang oder muss man den nochmal extra beantragen? Nein, hat jeder automatisch Zugang. Also soweit ich weiß jetzt. Sonst würde ich es gerne nochmal nachfragen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es nicht funktionieren sollte. Genau. Dann, wie gesagt, würde ich jetzt einen Testfall öffnen und Ihnen die neue Funktion vorstellen, wie es zukünftig aussehen soll. Es wird so funktionieren, dass wir ja von den öffentlichen Registern, welche Daten sind zugänglich, automatisch jetzt abfragen für Sie. Und Sie das dann auch gleichzeitig mit in die Onboarding-Strecke mit übernehmen können, die Daten, die eben zur Verfügung stellen und Sie dann nicht nochmal separat alles selber eintippen müssen, sondern da am besten mit Ihren Kunden durchgehen. Sind die Daten so in Ordnung oder was hat sich denn, hat sich was verändert in der Zeit, was noch nicht zum Beispiel im Handelsregister drin steht? Das können Sie dann mit dem Kunden abgleichen. Genau. Sie gehen vor, Sie geben den Namen der Gesellschaft ein. Ich würde jetzt hier die V-Bank nehmen. Da sehen Sie jetzt schon mal hier oben dieses Suchfeld. Da wird Ihnen jetzt ziemlich viele Firmen vorgeschlagen, die eventuell eine Bank im Namen haben oder das V ebenso im Namen haben, eine AG. Und daher ist es empfehlenswert, dass Sie das noch Ganze nochmal eingrenzen, zum Beispiel mit der Registernummer. Wenn Sie hier nämlich die Registernummer eingeben von der V-Bank, dann haben Sie auch noch nur Ihren Kunden. Da kann es dann zu keiner Verwechslung eben kommen, dass man mal falsch wo draufklickt. Genau. Und wenn Sie jetzt hier mit der Maus an das Häkchen gehen, dann leuchtet der grün und dann klicken Sie nur drauf. Dann dauert es ein ja, paar Sekunden. Und dann sehen Sie schon, werden die Felder wie Rechtsform, Registergericht, Registernummer hatten wir schon eingegeben. Auch die Leih wird mit übertragen, wenn eine vorhanden ist oder wenn die öffentlich zugänglich ist. Genau. Dann wird übertragen die Eine Anschrift. Frage, Ja. Michaela, die wir bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel hier das Handelsregister noch gerade Neuerungen am Eintragen ist, die hier noch nicht wirksam sind, kann ich diese Angaben im Zweifel überschreiben? Ja, also Sie können es abändern und sagen, das ist jetzt nicht, das ist nicht mehr aktuell. Das kann man dann im Nachgang nochmal abändern. Genau. Auch wenn jetzt hier zum Beispiel, wie gesagt, mit Sitz, es kann ja durchaus sein, dass eben eine Sitzverlegung war und es eben im Handelsregister noch nicht eingetragen ist, weil es ja auch immer eine gewisse Zeit dauert, bis es nachgezogen wird, kann es überschrieben werden. Also Sie können ganz normal es rauslöschen und dann überschreiben. Genau. Außer mit den anderen Daten, was reinkommt. Telefonnummer werden teilweise auch mitgeliefert. Auch die E-Mail-Adressen werden teilweise mitgeliefert. Das ist aber nicht regelmäßig, dass die auch mitgeliefert werden, je nachdem, ob die zugänglich sind, wie gesagt. Was wichtig ist, dass die Adresse mitgeliefert wird und so die allgemeinen Daten. Branche hier jetzt in Rot.
wird aber bei einigen auch mitgeliefert. Also das heißt, wenn eindeutig herausgeht, welche Branche es ist, wird die hier auch mit übernommen. Genau. Gibt es zu dieser Seite noch Fragen? Ansonsten würde ich auf die nächste Seite gehen, wo auch was automatisch mit übernommen wird oder gezogen wird. Es gibt drei Nachfragen. Die erste Nachfrage: Ich habe zum Beispiel gesehen bei unserer Adresse Rosenheimer Straße, da ist Straße abgekürzt geschrieben. Könnte ich nicht auch Straße ausschreiben? Das ist, also da gehen wir jetzt diesen einen Punkt oder einen Schritt schon vor, der später noch kommt. Das ist die Neuerung, was du, Markus, ja vorhin angesprochen hast. Also es ist so, es werden die Straßennamen zukünftig so übernommen, wie sie auch in den Legitimationsdokumenten, jetzt zum Beispiel Handelsregisterauszug stehen, übernommen. Und so muss es auch zukünftig von Ihnen, wenn Sie es manuell eintippen, übernommen werden. Wir hatten bisher immer Straße ausgeschrieben. Zukünftig, wie gesagt, muss es so sein, dass die Straße so geschrieben wird, wie sie auch in den Dokumenten steht. Also mit Abkürzung, ohne Abkürzung. Genau. Und so steht es Rosenheimer Straße eben im Handelsregister und daher ist sie so auch übernommen worden. Wenn ich etwas abändere, muss ich dann einen besonderen Beleg hinzufügen, der beweist, dass diese Abänderung richtig ist? Also was wir im Nachgang natürlich, wenn wir die Kontoeröffnung bekommen, zum Prüfen bekommen, die Kontoeröffnung, wir gleichen das ja auch. Dann ist es so, im Handelsregister jetzt zum Beispiel der Sitz, ist der schon geändert oder ist er noch nicht geändert, weil wir müssen, sind auch verpflichtet, immer den Sitz, der im Handelsregister steht, zu übernehmen. Und da benötigen wir dann schon einen Nachweis zu sagen, ja, es ist gerade in Änderung oder man hat es ans Handelsregister schon die Änderung beauftragt. Dazu benötigen wir dann Nachweis, wenn es noch nicht im Handelsregister steht, weil wir auch das Dokument im Nachgang selber nochmal ziehen. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Wechsel des Sitzes, Unternehmens, man war schon beim Notar und der Notar macht ja dann eine schöne Bescheinigung, was er gemeldet hat, die müsste man dann zum Beispiel eine Kopie mit einreichen, damit wir das nachvollziehen können. Genau, richtig. Weil sonst können wir eben die Meldeanschrift nicht abändern. Dann hat jemand gefragt, normalerweise kostet Ihr Abfragen im Handelsregister was und wie ist es denn hier bei den Kosten? Also die Kosten, die hier, das übernimmt die V-Bank, sage ich jetzt mal, die im Hintergrund da laufen. Also da müssen Sie nicht nochmal zusätzlich im Nachgang auch nochmal die Registerauszüge abfragen oder uns mitschicken, sondern das wird hier alles im Hintergrund gemacht und wir erhalten dann auch die Dokumente. Da Woran müssen wir. erkenne ich, Pflichtfelder? Pflichtfelder erkennen Sie eigentlich daher, dass Sie zum Beispiel hier sehen, bei Branche steht unten, ist mit Pflichtfeld gesehen. Also überall, wo eben so Pflichtfeld und rot ist, diese Daten benötigen wir auch zur Kontoeröffnung. Was oft auch mal ist oder die Frage auch ist, was uns immer zu uns immer kommt, welche Felder müssen wir denn befüllen, damit ich auch den Kontoeröffnungsantrag drucken kann und damit zu meinen Kunden gehen kann. Das sind vereinzelte Felder. Das sind, da haben wir aber auch eine kleine Übersicht dann im Handout drin. Das sind zum Beispiel, was wir auf jeden Fall immer brauchen, ist Name der Gesellschaft natürlich, Sitz und Hauptnieder oder Sitzadresse benötigen wir. Dann, was wir benötigen, sind immer eine vertretungsberechtigte Person, also der Geschäftsführer oder Vorstand. Und mindestens einen wirtschaftlich Berechtigten. Die zwei Beziehungen brauchen wir immer und dann letztendlich noch Ihre Daten als Vermögensverwalter. Dann können Sie den Kontoantrag schon mal drucken. Genau. Wir haben noch zwei Fragen. Es gab erstens eine Nachfrage zu dem Nachweis, wenn man vom Handelsregister abweicht. Muss man das ähnlich wie den Personalausweis beglaubigen im Sinne von Original lag vor oder können wir auch zum Beispiel ein PDF von dieser Notarnote, was er da beim Handelsregister eingereicht hat, nehmen?
Da muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, beim Ausweis zur Legitimierung muss ich ja immer den Stempel drauf drücken, Original lag vor und ich legitimiere. Gilt das auch hier für diese Sache mit der Also Notarnote beispielsweise? genau, also Sie brauchen natürlich schon oder wir brauchen halt schon den Hinweis, dass von Ihnen eben bestätigt ist. Sie haben das Dokument gesehen, Sie können den uns aber dann auch per Scan oder den Nachweis zukommen lassen. Also von daher auch da Stempel drauf drücken, Original lag Genau. vor, habe ich gesehen und Genau. dass das dann passt. Dann, woher werden die Daten gezogen? Und du hattest ja schon gesagt, das funktioniert voraussichtlich ab Mitte Juni. Wir würden dann auch nochmal einen Newsletter schreiben, wenn es jetzt wirklich da ist. Aber wir wollten schon mal die Gelegenheit geben, damit Sie sich rechtzeitig darauf vorbereiten können. Aber von wo werden denn genau die Daten gezogen? Ist das handelsregister.de? Genau, also die Daten werden also nicht direkt vom Handelsregister.de, sondern es gibt eine Plattform, die das alles eben zur Verfügung stellt. Die Daten an sich werden aber aus diesen Registern gezogen, genau, die Also ich eben glaube, es öffentlich so. zugänglich sind. Also es wird jetzt nicht, also wir haben jetzt keine direkte Schnittstelle zum Registerportal.de. Aber man muss sich nicht sorgen, wie bei der Kursversorgung, dass da irgendein anderer Kursversorger dann vielleicht doch nicht die richtigen Kurse gezogen hätte. Das ist schon sichergestellt, dass sozusagen die Ja, amtliche Quelle auch genau. die Also es Quelle ist, werden, mit der wir. genau richtig, also es werden die amtlichen Quellen genommen, sonst dürften wir das auch gar nicht so zur Verfügung stellen oder damit jetzt auch die Kontoeröffnung eigentlich durchführen, weil wir müssen ja auch, muss ja auch sichergestellt sein, dass wir auf die öffentlichen Daten dazugegriffen haben, auf dem Handelsregister, was da eben drin steht. Also das sind schon die amtlich öffentlichen Daten, die hier gespeichert sind. Wunderbar, dann haben wir alle Fragen an dieser Stelle, glaube ich, beantwortet, Michaela. Gut, dann würde ich auf die nächste Seite gehen und zwar Kennzahlen zur Gesellschaft. Da kommt es jetzt auch darauf, wie viele Informationen wurden gesammelt, eben auf dieser Plattform, wie viel können wir schon mitgeben. Es ist so, zum Beispiel hier wird schon mal die Mitarbeiterzahl mitgegeben, auch der Umsatz wird mitgegeben. Bei manchen Konstellationen steht auch zum Beispiel die Bilanzsumme drin. Also es kommt, wie gesagt, da auch immer darauf an, wie viele Informationen wurden eben schon gesammelt von der jeweiligen Gesellschaft oder wie viel sind öffentlich zugänglich, damit wir das auch übernehmen können. Genau, das ist so zur Angaben zur Gesellschaft. Und dann kommt eigentlich ein sehr wichtiger Punkt bei der Übernahme der Daten, und zwar, das sind bei den natürlichen Personen, werden die Vertretungsberechtigten gezogen, also heißt die Geschäftsführer oder Vorstände. Die werden zum Beispiel auch, wenn wir zum Beispiel von uns den Herrn Grenzebach nehmen, wird eben seine Rolle schon mal definiert. Er ist vertretungsberechtigt aufgrund seiner Position im Unternehmen, weil er Vorstand ist. Und da ist es auch sehr, je nachdem, was ist alles zugänglich, wird bei den meisten der Ort auch schon mal mit angegeben von der natürlichen Person. Der Rest müsste dann durch Sie oder dann zusammen mit dem Kunden befüllt werden. Genau. Und was eben auch wichtig ist, es werden die wirtschaftlich Berechtigten gezogen. Und da auch, ich glaube, hier ist es jetzt nicht der Fall, aber nein, hier ist es nicht drin. Es wird dann auch gezogen, wie viele Kapitalanteile sind Sie mit 100% berechtigt, sind 50% Stimmrechte, wird in den meisten Fällen, also meistens bei GmbHs, weil da auch die Gesellschafterlisten zugänglich sind in den Registerportalen, wird das mit reingezogen. Wichtig Vielleicht, aber auch, ja, Entschuldigung. entschuldige Michaela, weil da gibt es eine Frage, die passt da ganz gut. Erstens, müssen sämtliche Felder Eigenkapitalquote Umsatz zwingend befüllt werden, um die Prüfung abschließen zu können? Also, Und
Derzeit ist es ja noch so, dass sie das, also momentan haben wir noch nicht die Schnittstelle, dass es direkt zu uns übertragen wird, so wie bei den Privatkunden. Es ist aber für uns oder auch für Sie, je mehr Infos Sie hier schon eingeben in die Onboarding-Strecke, erleichtert uns dann, beziehungsweise können wir dann auch eine schnellere Bearbeitung garantieren, weil wir dann das immer einzeln nachfragen müssen bei Ihnen, weil wir die Daten einfach zur Kontoeröffnung, zur Prüfung, Bearbeitung benötigen. Also habe ich das richtig verstanden, wenn jetzt in dem Moment mir das nicht vorliegt, könnte ich zwar weitergehen, aber es wäre unklug, weil dann dauert es doch länger, weil wir dann anrufen würden oder eine E-Mail schreiben würden und sagen, die und die Angaben fehlen uns noch, bitte nachreichen. Genau, Sie können ja den Antrag ausdrucken und den zusammen mit Ihrem Kunden nochmal ausfüllen. Sie können hier oben rechts mittig auf Speichern ja klicken, dann ist der Vorgang für Sie gespeichert und können dann, wenn Sie vom Kunden wieder zurückkommen, die fehlenden Daten noch ergänzen. Wie gesagt, das erleichtert uns das, also, oder wenn die Schnittstelle, die ja auch wir hoffen, Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahres kommt, dass das eben alles schon an uns übertragen wird, wie gesagt, wie bei Privatkunden. Dann eine Frage bei den natürlichen Personen. Gibt man dort die Privatadresse an? Also man gibt die Privatadresse an und den Versand können Sie, also wenn es dann um den Versand geht, können Sie über den Button Versand ja steuern. Aber hier benötigen wir auch die Meldeadresse, die eben auf dem Ausweis steht. Dann haben wir eine Frage. Müssen alle vertretungsberechtigte Personen und alle wirtschaftlichen Berechtigten angegeben werden oder reicht parallel die Einreichung einer Gesellschafterliste bzw. einer Satzung, woraus das hervorgeht? Also bei den Vertretungsberechtigten, hier wurden jetzt alle drei Vorstände von uns aufgenommen. Wenn Sie jetzt sagen, der Herr Hille, der Herr Lettmeier, der soll nicht vertretungsberechtigt auf dem Konto sein, ist es kein Thema. Sie klicken die Person an, die Sie nicht möchten oder der eben nicht verfügungsberechtigt sein will auf dem Konto und dann klicken Sie auf Person entfernen. Genau. Und dann benötigen wir dann auch keine weiteren Daten. Bei den wirtschaftlich Berechtigten brauchen wir in der Regel schon alle. Also da können Sie jetzt nicht einen löschen. Und da reicht auch nicht, eine Gesellschafterliste einzureichen, wo das dann draufsteht, beziehungsweise eine Satzung, wo drin hervorgeht, wer was machen darf. Bei Die dem muss ich also alle wirtschaftlich Be eintragen beim Genau. wirtschaftlich Berechtigten. Genau, also bei den wirtschaftlich Berechtigten, also wenn wir jetzt von GmbHs und AGs ausgehen, ja, benötigen wir, weil wir auch ein paar persönliche Daten auch von den wirtschaftlich Berechtigten benötigen. Und da reicht uns leider keine nur eine Gesellschafterliste aus, weil wir benötigen da auch eine Ausweiskopie, eine bestätigte, müssen wir nach dem GBG-Gesetz hier einholen. Und auch bei uns hinterlegen nach Know Your Customer. Wie sieht es hier an dieser Stelle mit Prokuristen beziehungsweise leitenden Angestellten zum Beispiel aus, die auch verfügungsberechtigt sein sollen? Was Sie natürlich immer im Nachgang machen können, wie gesagt, gezogen werden wir, also wir haben es beschränkt auf die erste Führungsebene, auf Geschäftsführer und Vorstände, die automatisch reingezogen werden. Wenn Sie jetzt sagen, es will aber der Prokurist, will vertretungsberechtigt sein, gehen Sie einfach hier auf weitere Personen hinzufügen und dann können Sie die Daten ganz normal, wie Sie es jetzt auch machen, ausfüllen. Wer es ist, was es sein soll, wie gesagt. Wichtig auch immer bei allen Daten hier, gehen Sie die zusammen mit dem Kunden durch? Haben wir das auch alles oder hat sich hier auch eine Änderung in der Geschäftsführung ergeben, die jetzt hier noch nicht ersichtlich war in den Registerdokumenten? Dann haben wir hier eine Detailfrage. Wie gehe ich vor, wenn eine Firma als Gesellschafter und somit wirtschaftlich berechtigter hinterlegt ist? Wie, also als Gesellschafter und wirtschaftlich Also berechtigter, wenn ich oder? sozusagen wahrscheinlich dann eine Gesellschafterstruktur habe, dass es sozusagen eine Holding gibt
Und ich bin jetzt aber nicht an der Holding dran, sondern zum Beispiel an einer Untergesellschaft. Ja? Und da steht dann drin, die gehört halt zur Holding-Gruppe. Ja? Und so ist das eingetragen. Aber das ist ja keine natürliche Person, sondern eine Genau. Gesellschaft. Ja, also die Gesellschaft wird nicht reingezogen, es werden nur natürliche Personen reingezogen. Also es wird im Hintergrund eben berechnet aufgrund der Struktur, wer ist wirtschaftlich berechtigt. Gibt es eine natürliche Person, die wirtschaftlich berechtigt ist, oder gibt es keine natürliche Person, die wirtschaftlich berechtigt ist, dann wird in den meisten Fällen der Vorstand oder der Geschäftsführer als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter hinterlegt. Also keine Firma wird hier nicht mit reingezogen. Was kreuzt man an, wenn die Mittelherkunft bei Firmen aus dem Cashflow kommt? Da springe ich jetzt wieder vor auf die Kennzahlen zur Gesellschaft, weil ich nehme mal an, es geht hier um das Feld an zur Angabe zur Mittelherkunft. Ja. Da ist es eigentlich in den meisten Fällen aus erwirtschafteten Gewinnen, oder Sie können das auch bei sonstiger Herkunft mit aufnehmen. Wichtig ist da für uns auch wieder, wenn Sie jetzt hier einen Betrag mit angeben, schreiben Sie im Detail, woher stammt das genau. Weil das verursacht dann auch wieder Rückfragen von unserer Seite. Also wenn Sie sagen, es kommt aus dem Cashflow, es kommt aus dem und den Vermögensstand oder von der und der Privatperson, was ja auch oftmals ist, wenn sagt der Gesellschafter hat es Kapital gegeben oder ein Darlehen gegeben, dann wollen wir auch wissen von dem Gesellschafter, wo stammt sein Geld her. Dann noch eine Frage oder zwei, drei Fragen, die zusammenhängen. Für welche Rechtsform kann man das eigentlich überhaupt machen? Zweitens, was ist eigentlich, wenn jetzt eine Abweichung zum Beispiel Transparenzregister auffällt, macht da die V-Bank dann eine Meldung? Und wie sieht es dann aus nachher mit der Unterschrift, wenn man also alle Unterlagen drin hat? Also eine digitale Unterschrift geht noch nicht, aber ich glaube, das ist geplant. Genau, also zu der Waren letzten jetzt ganz viele Frage. Fragen. Genau, ich hoffe, ich vergesse keine. Nein, also zu den letzten Fragen bezüglich digitaler Unterschrift ist auch in Planung, dass das möglich ist, aber auch höchstwahrscheinlich auch erst nächstes Jahr 2025. Was Sie aber jetzt schon machen können, wenn Sie den Antrag als PDF hochladen, kann Ihr Kunde jetzt schon per InSign unterschreiben oder per DocuSign, und das können Sie uns ja dann auch auf digitalen Weg zukommen lassen. Momentan über die Onboarding-Strecke direkt funktioniert es noch nicht. Genau. Erste Frage, dann die zweite, für welche Rechtsformen das Ganze momentan gilt. Das ist nach wie vor noch für GmbHs, AGs und UGs. Wird aber auch ausgeweitet für Personengesellschaften, sind wir dran, speziell GmbHs und Co.KGs oder KGs. Da wird es wahrscheinlich auch, hoffen wir, dass wir nächstes Jahr, Quartal 2, Quartal 3, eben das auch schon freischalten können für die Personengesellschaften. Das wäre der nächste Schritt Ja, bei den Rechtsformen, genau. dann haben wir noch zwei Nachfragen, weil die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten und was man da sagen muss, ist, glaube ich, eine Wissenschaft für sich. Bei Vereinen, die keinen Mehrheitsgesellschafter haben, auf wen stellt man als wirtschaftlich Berechtigten ab? Bei Vereinen, oder? Habe ich es richtig Ja, verstanden? bei Vereinen, die keinen Mehrheitsgesellschafter haben. Genau, da ist es auch in der Regel, sind es die Vorstände. Dann, wie gehe ich vor, wenn eine Firma zu 100% Gesellschafter ist und mehrere Vorstände Gesellschafter hat, muss ich dann von der Firma auch alle Daten einreichen? Also ich gehe es mal aus, also wenn eine Gesellschaft jetzt 100% beteiligt ist an der Gesellschaft, oder? Verstehe ich es richtig? Wenn eine Firma zu 100% Gesellschafter ist, also ja, genau, also es gibt da als Inhaber des Depotinhabers eine Firma zu 100%. Und muss ich dann von dieser Firma, die jetzt sozusagen im Hintergrund steht, alle Vorstände und Gesellschafter angeben? Nein, also von der Gesellschaft, die dahinter steckt, also nach unserem Kunden, sage ich mal, kommt,
benötigen wir nicht zwingend. Da kommt es einmal darauf an, was ist es für eine Rechtsform? Ist es eine GmbH zum Beispiel wieder? Da können wir aufgrund Registerportal auch sehen, wer ist dann letztendlich bei unserem Kunden oder bei Ihrem Kunden wirtschaftlich berechtigt. Wir betrachten ja immer den Hauptkunden. Wer ist hier wirtschaftlich berechtigt? Und bei manchen Gesellschaften, wenn jetzt zum Beispiel eine GmbH und Co. KG oder Personengesellschaft dahinter steckt, benötigen wir oftmals auch den Gesellschaftervertrag, weil wir da erst rauslesen können, wer ist denn tatsächlich wirtschaftlich berechtigt an ihrem Hauptkunden, sage ich jetzt mal. Und je nachdem, ist es dann der Vorstand von der unteren Gesellschaft oder ist es nicht, dann brauchen wir natürlich dementsprechend die Daten. Dann noch ein Punkt. Also das Online-Onboarding für Stiftungen, wird das auch geplant? Also natürlich ist es geplant, dass wir nach und nach eigentlich jede Rechtsform, die wir hier auch anbieten, zum Eröffnen, dass es kommt. Stiftungen ist aber, ich sage jetzt mal, sehr noch in der Zukunft. Wir gehen jetzt erstmal über die Personengesellschaften, hat auch den Hintergrund, weil es noch kein offizielles Stiftungsregister gibt. Also wir können da noch gar keine Daten irgendwie herziehen und das Stiftungsregister erst offiziell 2027 kommen. Das ist auch ein gutes Stichwort, andere Register. Transparenzregister ist auch geplant, dass mal ein Abgleich mit dem Transparenzregister möglich ist und dass dann automatisch Daten gezogen werden. Also es gibt derzeit keine Schnittstelle. Wir sind immer noch oder zu dem Thema in Gesprächen, wie weit wir das möglich machen können, weil es so ist, dass das Transparenzregister im Gegensatz zum Handelsregister nicht für jeden öffentlich zugänglich ist, sondern nur für Personen zugänglich ist, die ein Interesse haben. Und daher ist es auch sehr schwierig, dass wir das öffentlich darstellen können, dürfen auch vom Gesetz her. Aber da sind wir nach wie vor in Gesprächen, wie weit wir Sie da auch unterstützen können, welchen Service wir da bieten können. Aber derzeit ist es so, dass eigentlich es nicht möglich ist. Und das war, glaube ich, auch so eine Frage, wenn da Unstimmigkeiten sind zwischen Handelsregister und Transparenzregister. Sind wir verpflichtet, sofort Meldung zu machen, eine Unstimmigkeitsmeldung zu machen? Oder wenn es Ihnen auffällt als Vermögensverwalter, sind Sie auch dazu verpflichtet, sofort eine Unstimmigkeitsmeldung ans Transparenzregister zu machen? Vielleicht eine letzte Frage und dann gehen wir wirklich weiter, weil ich glaube, wir machen mal das nächste Webinar zum Thema, wer ist wirtschaftlich Ja, berechtigt, weil glaube ich auch. das ist schon ein stundenfüllendes Thema. Muss der Gesellschaftervertrag denn dann noch angehangen werden, wenn ich alle Angaben hier schön gemacht habe? Also wenn es rein um die GmbH jetzt zum Beispiel geht, benötigen wir keinen Gesellschaftervertrag. Wir benötigen dann einen Gesellschaftervertrag, wie ich vorher gesagt habe, wenn wir den zum Ermitteln des wirtschaftlich Berechtigten nochmal benötigen. Aber das ist Situation. Also im Zweifel nicht beigeben, sondern warten, wenn wir ihn anfragen. Genau. Dann vielen Dank und dann gehen wir jetzt mal wieder weiter, weil es kommen ja noch ein paar Teile hier bei der Onboarding-Strecke und auch noch in den anderen Bereichen. Wobei Teil 3 nehmen wir ja auch schon ein Stück weit sozusagen vorweg, indem wir dann Ihre Fragen beantworten. Genau. Also wie gesagt, dadurch, dass eben schon einige Daten jetzt gezogen werden, also es waren jetzt so die Hauptdaten, die automatisch gezogen werden, ist es für Sie einmal von der Mitteln des wirtschaftlich Berechtigten her, werden Sie hier unterstützt, vertretungsberechtigt, einige Daten werden schon gezogen, Sie müssen nicht mehr alles manuell erfassen. Hoffen wir, dass das schon eine sehr große Erleichterung für Sie ist. Und wie gesagt, wichtig ist, was ich schon erwähnt habe, gehen Sie es zusammen mit dem Kunden nochmal durch, dass er nochmal bestätigt, ja, das ist nach wie vor so der Stand. Genau, dass er das nochmal bestätigt, weil nicht, dass wir dann im Nachgang, wenn wir es prüfen, feststellen, es hat sich was verändert in der Zwischenzeit. Genau, wie gesagt, das sind so jetzt die Hauptpunkte, die übernommen werden. Und dann
denke ich, können wir zu unserem nächsten Punkt übergehen, Markus, und zwar zu der Neuerung für die Adresse, was ich ja auch schon ein bisschen angeschnitten habe. Ja, wenn wir noch übergehen, eine kurze technische Frage haben wir noch übrig. Du hattest erwähnt, man kann via DocuSign unterschreiben. Da gibt es ja verschiedene Qualitätsstufen der Unterschrift. Reicht da eine einfache DocuSign-Unterschrift oder wie sieht es da aus? Da müsste ich ganz ehrlich nochmal nachfragen, ob wir mittlerweile die einfache, ob die ausreicht oder ob wir die qualifizierte benötigen. Das müsste ich im Nachgang nochmal klären. Ja, gemeinnützige GmbHs gehen die auch über diese Strecke, die du uns jetzt hier gezeigt hattest? Ja, dürfte es nicht, weil die auch ganz normal im Register eingetragen sind. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zur Präsentation und ich glaube, dann sind wir, also hier sehen Sie, wir haben alles dokumentiert. Und da können Sie es auch noch mal nachschauen, beziehungsweise Kolleginnen und Kollegen, die heute Morgen keine Zeit hatten, auch noch mal in Schriftform weitergeben. Aber jetzt zu Genau. zwei Neuerungen bei Eingabe der Adressdaten. Einen Punkt hatten wir schon angesprochen. Wenn im Handelsregister Strill-Punkt steht, dann muss Strill-Punkt und nicht Straße mit scharfem S für die Anhänger der alten Rechtschreibung und Straße mit Doppel-S für die Anhänger der neuen Rechtschreibung rein. Genau, richtig. Also das ist jetzt seit kurzem so, nachdem wir die Daten erfassen müssen und daher wollten wir Ihnen das auch mitgeben, weil es auch so gut wäre, wenn Sie das von vornherein auch über die Onboarding-Strecke oder in Ihren Dokumenten so mit erfassen. Und zwar zukünftig, was bisher noch nicht war, wenn in einem Ausweisdokument ein Ortsteil mit dabei steht, haben wir den nicht erfasst. Den müssen wir jetzt erfassen aus Geldwäschesicht. Und da erfassen Sie den Ortsteil in dem Feld Ort und schreiben dann dahinter den Ortsteil. Da ist es auch wichtig, manche Ausweisdokumente wird Ortsteil mit OT abgekürzt, andere schreiben Ortsteil aus, andere schreiben gar nichts dazu. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich auch. Und genauso wie es im Ausweisdokument drinsteht, muss es auch von Ihnen übernommen werden. Genau. Und das Gleiche gilt auch, wenn Sie im Handelsregister die Sitzadresse eben haben. Muss eins zu eins, wie es im Handelsregister steht, auch übernommen werden. Genau. Das war zu den Adressen. Ich habe mal. Dann gut. Ist geplant, dass der Vermögenshalter die erfassten Daten elektronisch zur Verfügung gestellt bekommt? Entschuldigung, jetzt. Wurde nachgefragt, ist geplant, dass der Vermögenshalter die erfassten Daten elektronisch zur Verfügung gestellt bekommt? Also Die jetzt wenn über jetzt dieser, also wenn ich jetzt hier die Kontoeröffnung abschließe und uns abschicke, wird dann automatisch auch eine Rückspielung gemacht ins System des Vermögenshalters, damit er es zum Beispiel in seinem CRM gleich automatisch mit übernehmen kann? ist Entschuldigung, ist derzeit Ja. noch nicht geplant, kann ich aber gerne auch weitergeben, dass das ein Wunsch aus den Reihen ist. Ja. Dann Versandeinstellung ist nochmal eine Nachfrage. Wenn man Ja anklickt für Meldeadresse übernehmen, erscheint darunter in Rot fehlende Angaben, eine abweichende Versandadresse wird benötigt. Warum ist das so? Und welche abweichende Adresse soll dies sein, wenn man doch Meldeadresse übernehmen angeklickt hat? Kann es sein, dass es da vielleicht einen Bug gibt in der Strecke? Also ich bin jetzt gerade selber nochmal drin in der Testumgebung. Also es ist ja voreingestellt bei Versand, dass der Haken auf Ja ist. Meldeadresse übernehmen. Da dürfte es eigentlich kein, also ist uns jetzt noch nicht bekannt, dass es einen Fehler gibt. Wenn dann gern uns mal den einen Screenshot oder eine Fehlermeldung schicken, dass wir das auch prüfen können mit unserer Technik, ob da irgendwas nicht korrekt ist. Dann würden wir da auf den Teilnehmer nochmal zugehen und dann kannst du ja das mit dem Teilnehmer vielleicht mal klären und dass man da eben entsprechend tätig sein kann. Wunderbar. Ich habe übrigens die Frage der E-Signatur. Unsere Kollegin, die Janine Maschke, ist auch im Habe ich Call. gesehen. Die hat schon,
hat uns schon netterweise assistiert und deswegen habe ich das im allgemeinen Chat freigegeben. Also muss eine qualifizierte Signatur sein und die Kollegin hat auch schon perfekt beschrieben, wie sie ausschaut. Super, Dann vielen Dank, Janine. gibt es noch weitere Punkte hier von den Folien. Soll ich weiterklicken? Möchtest du weiterklicken, Michaela? Nee, ich glaube, du musst weiterklicken, oder? Ich. Also wir haben ja Genau. hier, also da sind ja noch die Punkte beschrieben. Genau, dann kommt ein Punkt. Genau, das ist auch ein Punkt, was ich auch ja vorhin schon kurz erwähnt habe, der auch immer uns erreicht, wann kann ich denn den Kontoeröffnungsantrag drucken, weil ich ja den vorab mit meinem Kunden ja nochmal ausfüllen möchte, weil ich eben noch nicht alle Daten habe. Derzeit ist es so, haben wir hier die Mindestpflichtfelder aufgeführt, die erfasst werden müssen, dass sie auch den Druck machen können. Genau. Das war vorhin, glaube ich, auch hier eine Frage. Ja. Genau. Die nächste Frage, die uns, glaube ich, immer wieder erreicht, ist, was ist beim Reiter Steuern zu tun? Genau, also beim Reiter Steuern, also es ist für uns auch sehr wichtig, dass wir auch immer die Steuernummer von der Gesellschaft haben, weil wir die bei uns für verschiedene Gründe eben benötigen im Hintergrund wegen Steuerbescheinigung etc. Also daher auch immer sehr wichtig für uns, das Feld bitte zu befüllen, beziehungsweise uns die Steuernummer mitzuteilen. Und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, das ist zum Beispiel auch, stimmt, das habe ich vergessen, wird auch jetzt teilweise automatisch mit übernommen, wenn die, wie gesagt, wieder öffentlich zugänglich ist. Und wenn Sie keine haben oder der Kunde keine hat, auch bitte angeben, hat er eine? Wenn ja, befüllen. Wenn nein, einfach den Haken setzen. Wie gesagt, das reduziert dann auch die Nachfragen bei Ihnen. Und hier zu dem Thema CRS und FATCA-Status, da auch ein kleiner Ausblick, was kommen soll. Wir hoffen, dass wir das auch im Release Oktober, November hinbekommen. Und zwar derzeit ist es so, dass der CRS-Status einzeln abgefragt wird und der FATCA-Status zusammen mit dem W8 BEN-E-Formular abgefragt wird. Wir werden das ändern, dass zukünftig CRS und FATCA-Status zusammen abgefragt werden, also eine aktive NFE ist eine passive NFE und dass eigentlich das W8 BEN-E dann rein nur noch für die Abfrage der Quellensteuer, US-Quellensteuer dient. Frage: Gibt es eine Übersetzungshilfe für das W8BEN Englischformular? Also wir hatten schon öfters die Frage, also uns ist es nicht bekannt, ob es eine gibt. Wir haben zwar eine Ausfallhilfe verlinkt auf unserer Seite, aber da können wir auch gerne nochmal nachfragen, ob es eine Möglichkeit mittlerweile gibt, dass wir es auch ins Deutsche übersetzen können oder eine deutsche Übersetzung gibt. Wobei das, also ich glaube, dieses Thema ist ja auch bekannt und wir versuchen das auch immer. Gleichzeitig, das ist ein Juristenenglisch, das rechtlich sauber zu übersetzen ist und von daher ist auch die Nachfrage berechtigt, gibt es eine Übersetzungshilfe? Das amerikanische Steuerrecht ist so kompliziert, das ist schon eine Quelle des Missverständnisses an sich und die englische Sprache dazu. Und wenn Sie das nicht fehlerfrei übersetzen, haben Sie ein echtes Problem. Wie gesagt, wir versuchen es zu lösen, aber ich glaube, es könnte auch sein, Michaela, dass das dann sozusagen eine entsprechende natürliche Hemmschwelle oder Hindernisschwelle gibt. Genau, weil es auch für uns natürlich, also wir dürfen Sie ja auch da in der Hinsicht ja auch nicht unterstützen, beraten und sagen, weil es sonst dann einer Steuerberatung gleichkommt. Daher sind wir auch ja, zurückgehalten, eben zu sagen, was ist denn Ihr Kunde, was ist er nicht Ihr Kunde. Also da auch bitte Nachsicht mit uns, dass wir da nicht immer weiterhelfen können. Müssen die W8 WEN-Formulare ergänzend eingereicht werden?
Also momentan, wie gesagt, ist es so, wir benötigen die eben aufgrund des FATCA-Status, weil der derzeit darüber noch abgefragt wird, zukünftig, sobald es umgestellt ist, dass der FATCA-Status hier rauskommt, dann ist es so, benötigen Sie ja in Anführungszeichen nur noch das W8BE-Formular für die US-Quellensteuer, für die Doppelbesteuerungsgesetz. Und da ist es natürlich schon sehr wichtig, wenn Ihr Kunde US-Papiere etc. hat, bekommt halt da seinen vergünstigten Steuersatz, also die 15%, wenn wir das Formular nicht haben, zahlt er eben die 30%. Daher von uns nach wie vor die Empfehlung, reichen Sie es mit ein. Weil wir auch nicht prüfen können, sind jetzt US-Papiere da oder eben nicht. So, und dann schauen wir mal. Ich glaube, so zum Schluss hast du uns ja noch mal einen Ausblick mitgebracht, Genauso. wobei einiges ist ja schon angeklungen. Genau, richtig. Also was, wie gesagt, kommen soll, wo wir gerade dabei sind, eben, dass wir Ausweisdaten auch hochladen oder Sie hochladen können, eben das mit der digitalen Unterschrift, was ja vorher angesprochen wird, und dann eben die PDF-Kontoeröffnung für weitere Rechtsformen. Es war, glaube ich, auch eine Frage aus dem Ja. Vorfeld, dass, wie gesagt, die Einbindung in die Onboarding-Strecke versuchen wir, so wie es hier auch steht, 2025, den PF-Antrag an sich, der ist auch so gestaltet wie der neue GmbH-Kontoeröffnungsantrag. Versuchen wir, dass der dieses Jahr auch Oktober, November, dass wir da den live gehen können und dass Sie schon mal den PDF-Antrag haben und nutzen können, der für Sie auch vieles vereinfacht von der Unterlageneinholung von Ihrem Kunden. Eine Frage nochmal, W8BEN passt aber auch zum Ausblick. Soll das dann irgendwann, ich habe das vielleicht nicht ganz mitbekommen, ich glaube, du hast da schon was gesagt, ist es angedacht, dass das in den Online-Onboarding-Prozess integriert wird, sodass man das nicht mehr extra einreichen muss? Nein, also was es ist in der Hinsicht ja schon integriert. Also was Sie hier auch anklicken in der Onboarding-Strecke, das wird dann mit in das Formular ja übernommen, was Sie dann ja auch im Nachgang, wenn Sie die Dokumente hochladen, ausdrucken können mit den Angaben, die Sie ja schon in der Onboarding-Strecke gemacht haben. Integriert wird es in den Kontoeröffnungsantrag nicht. Also es wird immer ist zumindest nicht gewählt, wird immer ein separates Formular bleiben, weil wir da ja auch ja, wir es ja auch von der rechtlichen Seite übernommen haben und jetzt nicht, dass wir was weglassen oder nicht weglassen und daher werden wir bei dem Formular bleiben. Gut, aber es ist so, ich kann die Vorbefüllung hier über die Online-Onboarding-Strecke machen und die Online-Onboarding-Strecke füllt mir das aus und legt es hin. Also von daher ist es so integriert. Genau, Habe ich also das dann richtig verstanden? es ist integriert, aber wird nicht gleich automatisch, wenn Sie nur den Konto eröffnen, sondern Sie müssen halt nochmal separates W8BE-Formular mit ausdrucken. Dann nochmal die Einladung, wenn Sie noch Fragen haben, bitte stellen. Ich gehe mal kurz den Chat durch. Und zum Schluss schaue ich hoffe, dass ich keine Frage dann übersehe. Kontonummern, werden die automatisch vergeben für Firmen? Geschieht das ja auch beim Online-Onboarding? Also weiß ich Genau. dann schon gleich, das ist die Kontonummer. Wo Ja, sehe ich also das? das Sie sehen es dann, wenn Sie den Antrag ausdrucken. Dort ist dann also die Kontonummer drauf. Dann eingetragene Vereine, kann man hierfür auch diese Online-Onboarding-Strecken benutzen oder wie geht das? Nein, derzeit auch noch nicht. Also das sind außer die nächsten Schritte, die geplant werden, wie gesagt, nach den Personengesellschaften, aber eingetragene Vereine derzeit noch nicht. Dann mit der digitalen Signatur, da würde ich vorschlagen, hilft uns unsere Kollegin die Shani Maschke und gibt uns noch einen Textbaustein, den ich an alle mitschicke. Weil es wurde nochmal nachgefragt, Zwei-Faktor-Authentifizierung via Code oder SMS. Da sind wir jetzt leider an dieser Stelle überfragt, reichen wir aber nach. Und auch der Kollege, der uns hingewiesen hat auf die eigenartige Meldung, wir kommen direkt auf Sie zu und klären das direkt mit Ihnen, damit man das dann entsprechend hat. Dann, wenn die Ausweisdaten zukünftig automatisch im Antrag übernommen werden, muss man dann trotzdem noch eine Ausweiskopie mit Stempel und Unterschrift einreichen? Nein, also was wir auf jeden Fall benötigen, ist die Ausweiskopie, weil die bei uns auch archiviert werden muss. Wenn Sie aber
die Daten von der Ausweiskopie im Antrag schon bestätigen, dann benötigen wir keinen Stempel mehr auf der Ausweiskopie von Ihnen. Dann, das ist nochmal eine Nachfrage zur, ich schätze mal, Kontonummer. Sieht man die erst bei der Eröffnung oder schon im Vorfeld, wenn man jetzt den Antrag ausdruckt? Da bin ich jetzt auch überfragt, da muss ich wahrscheinlich auch auf die Janine zurückgreifen. Also ich denke, wenn man ausdruckt. Gut, dann nehmen wir das doch vielleicht mal auf, Michaela, und Mhm, dann genau. bereiten wir die offenen Fragen wirklich so auf. Und dass man dann eben entsprechend Genau, das aber weiß, weil. kurz, glaube ich, Also schon im sag. Chat jetzt beantwortet. Ja, aber wir können das ja nochmal für alle machen, dass es dann beim Ausdrucken genannt wird, weil es sind ja offensichtlich wichtige Fragen und die sollten klar beantwortet sein. Dann haben wir noch eine Nachfrage. Die KE kann also noch nicht digital freigegeben werden, nur ausgedruckt werden und dann per Post an Sie geschickt werden, richtig? Genau, ist richtig, wie Sie hier auch sehen, es ist geplant, eben die digitale Übermittlung der Kontoverfügung an die V-Bank soll auch nächstes Jahr eben kommen und derzeit bitte ausdrucken oder wir in sein DocuSign unterschreiben lassen. Wunderbar. Ich schaue noch mal, ob ich irgendwas übersehen habe, aber aus meiner Sicht haben wir damit alle Fragen, die wir bekommen haben, beantwortet. Und ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken an alle Teilnehmer mit den vielen Fragen, weil ich glaube, jede Frage, die gestellt wurde, drückt auch andere. Und wer hat sich vielleicht nicht getraut, sie zu stellen? Also von daher haben wir heute Morgen ganz viele mutige und hilfreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Vielen Dank dafür. Michaela, auch dir vielen Dank, weil es ist sozusagen einmal über die Wiese gegangen, was das Online-Onboarding anbelangt. Aber auch genau deshalb haben wir auch das Kompetenzteam gegründet, Firmen und Stiftungen, dass wir hier das Wissen um diese Dinge so kompetent gesammelt haben. Und ich glaube, das hast du A unter Beweis gestellt und charmant war es auch noch. Also von daher vielen Dank. Wie gesagt, wir werden die Aufzeichnung verschicken, die Unterlage, die zwei, drei Fragen, die wir identifiziert haben für alle, nehmen wir noch mit. Und natürlich, Ihre Fragen helfen uns auch weiter in unserer FAQ-Sammlung, in Schulungen, damit wir dann eben entsprechend Sie da sehr gut informieren, um eben Nachfragen und damit Zeitverzögerungen bei der Kontoeröffnung zu vermeiden. Und ansonsten, wenn ich das richtig verstanden habe, freuen wir uns jetzt auf den Juno, weil dann soll es ja auch wirklich mit dem Handelsregister losgehen. Genau. Wir hoffen auch drauf oder sind sehr, sehr zuversichtlich. Und wie gesagt, Sie bekommen da rechtzeitig nochmal ein Newsletter von uns, wann es dann tatsächlich für Sie freigeschalten ist. Und da ist für uns dann auch wichtig, wenn es freigeschalten ist, kurzes Feedback auch an uns geben, was noch nicht so läuft, dass wir auch daran dann arbeiten können und es so schnell wie möglich dann auch verbessern können. Dann wünsche ich uns allen jetzt einen guten Start in den Tag. Wie gesagt, hier in Hannover ist es sonnig, in München auch. Wir hoffen, dass es auch bei Ihnen schönes Wetter ist und dass Sie diese Woche weiterhin gewinnbringend nutzen und sagen nochmal abschließend vielen Dank dir, Michaela, vielen Dank Ihnen, die Sie heute Morgen mit dabei waren. Und wir freuen uns, Sie das nächste Mal zu sehen. Und das ist ja auch der Hinweis aus der Zuhörerschaft. Das nächste Webinar hat dann den Schwerpunkt, wer ist wirtschaftlich berechtigt? Genau, richtig. In dem Setzen wir auf. Sinne eine schöne Zeit und alles Gute. Ja, vielen Dank.